Au! Das passiert übrigens, ja, wenn man unkonzentriert ist und zu wenig trinkt. Man bekommt Kopfschmerzen. Und was macht man meistens? Man greift zu irgendwelchen ekelhaften Softdrinks, die viel zu viel Zucker haben, dich nachher immer noch dick machen und dir irgendwelche Krankheiten anheftet. Deshalb mein Rat an euch, probiert Holy aus. Hier habt ihr eine gesunde Alternative, die halt euch quasi zurück ins Leben bringt. Ihr auf jeden Fall mehr trinkt und ihr könnt die ganzen Softdrinks weglassen. Geil ist halt, ihr kriegt halt einen Shaker mit dabei, dann einfach nur Wasser rein. Zack, ein Tütchen ist genau ein halber Liter. Das machst du drei. Fertig, das war's. Und schon hast du einen eisgekühlten Eistee. Der Vorteil ist, meine Trinkgewohnheiten haben sich verbessert. Ich trinke mehr und deutlich vor allem gesünder. Link in der Beschreibung mit dem Code MARDIN10. Spart noch 10% auf eure komplette Bestellung. Und für Neukunden MARDIN5. Also gönnt euch Holy. Link in der Beschreibung. Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen auf dem Martin-Kanal. Heute eine exklusive Folge. Ich habe mir ein paar Gäste eingeholt, beziehungsweise etwas, was wir heute machen werden. Das hat es so noch nicht gegeben. Knossi und Joey sind mit am Start. Wir drei werden heute einen Tresor knacken. Ihr wisst, ich bin Profi. Ein paar Serien habe ich schon gemacht. Joey hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, mit ihm zusammen einen Tresor zu knacken. Er hat ihn organisiert. Luke und Eppo waren irgendwo in einem alten Hotel und haben den da rausgeholt. Hast du schon mal einen Tresor geknackt? Ich habe noch nie einen Tresor geknackt. Ist dir eigentlich klar, dass da alles drin sein könnte? Ich bin gespannt. Wir haben keinen Schlüssel. Das Ding ist seit wie vielen Jahren zu und also, steht da irgendwo rum? Er sagte, bis zu 40 Jahren könnte das Ding zu sein. Was würde ein Hotel da drin aufbewahren? Ja. Ganz kurz, Max hinter der Kamera heute. Hallo. Die Stimme aus dem Off. Was hat ein Hotel drin da? Ich habe schon gesagt, vielleicht auch alte CIA-Akten oder sowas. Weil sie irgendwie mal einen Gast hatten, der so einen Koffer hatte. Der wurde aber liquidiert oder sowas. Und jetzt ist da irgendwas drin. Stell dir vor, wir kriegen raus, wer... Kennedy erschossen. Stell dir vor. Oder besser. Goldbarren. Goldbarren. Aber was? Aber wir müssen uns Goldmünzen. Noch einigen. Was machen wir denn, wenn da wirklich ein Goldbarren drin ist? Was machen wir damit? Kamera aus. Erstmal gucken, oder? Genau, da müssen wir einen neuen Plan machen. Dann machen wir einen neuen Plan. Aber wir warten jetzt jeden Augenblick darauf. Wir kriegen, du sagst Bescheid, genau, dann hol dir die Tresor hierher. Rufen wir an. Hier drüben, Max, ist wie immer ein bisschen Werkzeug aufgebaut. Wir haben leichtes Geschütz. Wir fangen, denke ich mal, an so mit. Kannst du ja mal halten. Du dickes Ei. Ja, du dickes Ei. So, hier den kleinen Verstärker hier, Meinungsverstärker. Okay, ich habe mal eine Frage. Ich habe eine ganz bescheidene Frage. Wie habt ihr den da reingekriegt? Den haben wir. Grüß dich, Luke! Hi! Hallo, Manni, noch gar nicht gesehen heute. Nee, Mann, schön. Okay. Hilfst du uns? Knossi! Darf ich? Wollte schon immer mal Panzerknacker werden. Ja. Boah! Wow. Das ist wie ein Pilzbottel. Ey, das ist ja so ein Edler. Ja. Es ist krasse Scheiße, oder? Holy Macaroni! Das ist ja wirklich fast so schade. Nee, das ist wirklich fast so schade. Das ist jetzt wieder der Moment, wo Joey sagt, das stelle ich mir lieber so an. Eigentlich das ist ja wunderschön. Deko. Das Ding ist wunderschön. Ich habe das Ding unter so einer Treppe gefunden und ich dachte so, ich wollte ihn selber behalten, aber dann meinte mein Vater, nee, warte, ich rufe Martin an, wir knacken den auf. Und ich so, ja, gute Idee. Sollen wir nicht erstmal mit diesen herkömmlichen Methoden das Hören abklopfen? Ja, da kannst du ja auf. Na klar, wir melden uns dann ungefähr in 14 Stunden zurück, wenn Knossi nicht weiter ist, als es sowieso schon ist. Ey, guck dir mal bitte dieses Zahlenschloss an. Ey, das ist nicht machbar. Das sieht aus wie ein Tacho oder wie so ein Sextant oder sowas. Wie fühlt sich das an? Ja, das fühlt sich komisch an. Das fühlt sich massiv an. Was ist das hier? Warum ist da so ein Luftschlitz oder sowas? Holy Macaroni, Alter. Ich glaube, das wird witzig. Das ist für einen Menschen eigentlich nicht machbar. Weißt du? Ich wüsste nicht, wie man da startet. Ich schon. Mit roher Gewalt. Wir haben bis jetzt jeden aufgekriegt. Also bis jetzt haben wir jeden aufgekriegt. Und rohe Gewalt ist absolut Mittel. Die absolute, wie sagt man? Eskalation. Also wichtig, alle bitte im Umkreis. Achtung, Sicherheit, weil wegen Füße und so. Schieben? Seid ihr irre? Lass dich einfach. Ich kann nichts machen. Lauf ins Auto. Das Auto. Doch. Tada! Also, was passiert? Nichts passiert. Macht ihr schon was? Ja, das ist nicht so schön. Ich hab alles alleine gemacht. Was machst du da? Ich gucke. Siehst du? Perfekt. So, siehst du, die erste Schraube. Ich hab einfach schon mal eine Schraube gelöst. Leck mal, nur mal. Vielleicht ist das echt einfacher, als ihr denkt. Ja, vielleicht ist es auch gleich auf. Nee. Was lustig, was ich spannend finde, ist, dass immer so halt am Anfang immer so die Scharniere so das Verlockendste sind. Ja, oder? Ist doch so. Weil, guck mal, das steht raus, man konnte was abschrauben. Ja. Du siehst, das ist wir haben auch einen Akkuschrauber bei, aber ich sehe keine Schrauben. Also so von der Warte her. Weißt du was? Wenn du kannst, gib ihn mal von hier bitte. Geh mal voll auf den Griff. Volle Möhre. Und? Oh, shit, ich bin ein bisschen verzogen. Das ist nicht schlimm, mach weiter. Hey, ist auf.
Ja, jetzt geht er durch. So, super. Das war's. Ich dachte, wir haben's. Okay, jetzt ist der Griff ab. Ja, aber jetzt können wir schrauben. Oder? Was kannst du da schrauben? Ich sehe da keine Schrauben. Oha. Okay, ich verstehe. Wir können reingucken. Und? Taschenlampe. Nee, da ist noch ein bisschen was davor. Da kannst du nichts sehen. Da brauchst du nicht reingucken. Da ist nichts. Willst du einmal einfach nur drümmeln? Vorne Möhre. Oh mein Gott. Okay, Luke, du hast es safe gefunden. Komm. Gut. Oh. Gut. Ist ab. Das war's, Lars. Das ging ja schön. Also das war jetzt auch die einzige Möglichkeit, um den halt zu öffnen, ne? Gut. Okay. Ab jetzt wird's halt wirklich roh, ne? Jetzt müssen wir halt wirklich wie die bekloppen. Aber glaubst du nicht, dass die Teile eventuell... Doch, die sind's. Pass auf, ganz kurz für die Leute, die vielleicht das schon gesehen haben. Scharniere. Also ich weiß zum Beispiel, dass es überhaupt nichts bringt, die Scharniere abzumachen. Warum? Weil der hier eine 3-Punkt-Verriegelung hat, ja, eine 2-Punkt-Verriegelung und nach unten zwei Riegel. Okay, das heißt, der größte Bullshit, den man machen kann, ist, den Tresor von vorne versucht zu öffnen. Man geht entweder nach hinten oder von oben oder von der Seite. Okay. Hör mal. Hast du das schon aufgemacht? Wie viele Tresore haben wir geknackt, Max? Von 4, 5? 4, 5, so mit richtiger... Und Martin, es gab in, wo war die, diese 100 Kilo Münze? Hast du da... Das war im Bodemuseum, ne? Die habe ich da nicht drin gefunden, leider. Ja, aber er hat recht. Hör mal, hier, es geht ja, nicht. Ja, klar, so, wir machen mal kurz zur Seite. Machen wir einmal kurz den klassischen Test. Guck, wie die Außenseite funktioniert. Nix. Oh ja! Oh, oh ja! Das ist gut. Oh ja! Der springt ganz gut. Brauchst du auch nicht versuchen? Also von oben wahrscheinlich. Ja, als letzte Mal haben wir einen Hammer kaputt gekriegt. Okay, oben ist es. Du aber siehst auch hier, guck mal, du siehst den Steg. Ist das Alu? Gut möglich. Ich glaube, wenn wir hier ein paar Mal draufhauen, dann haben wir's könnte schon. Es vielleicht sogar auch. Steck mal so 4 Stunden. Das bringt nichts. Also es wirkt, wie wenn es funktionieren würde, weil es sich ein bisschen eindellt, aber das ist nicht die Lösung. Guck mal, die Leute sagen auch immer so, naja, wenn du hier vorne ein bisschen hebelst und so, das wird schon, das geht schon. Ja, ja, aber willst du hier ansetzen? Da bewegt sich nichts. Das kann ja auch nicht sein. Guck mal, wenn so ein Tresor verbaut ist, dass von oben jemand kommt und mir anschaut. Es geht, es wäre nicht machbar. Und er muss ja wahrscheinlich mehrere Schichten anstarren, oder? Weißt du, was auch fies ist? Ich weiß ja nicht, wenn der von den 40 Jahre alt ist, dann haben die den gerne auch mit Beton gefüllt. Ah. Die Wände. Gott. Und das ist halt so das Ding, warum die auch so schwer ist oder warum die meisten so schwer sind. Dass die Außenwände komplett mit Beton vergossen sind. Ach du dickes Ei. Ja. Okay. Aber, ey, wer ist der Welle, Martin, wenn wir nicht was da hätten? Wollen wir mit der Ja, bitte, Knossi. Aber, ja. Woran? Einfach ran. Wo du denkst, du hast ja gesagt Scharniere, Tür, irgendwo, gib ihm. Wo soll ich ran? Hier rein? Mach mal. Joey, du bist einer, der kann alles. Ja, aber Schlösserkarten nicht. Ich denke, ist es okay, wenn ich mit dem... Du kannst das komplett, wenn der Tresor auf ist, scheißegal. Werkzeug kann man nachkaufen. Okay. Es ist nicht wahr. Pass auf. Guck mal, das ist der Vater, wenn er aggressiv ist. So, oh. Dann wird die Akte ausgepackt. Das bringt gar nichts. Doch, jetzt! Hat das? Ja, wir haben eine Öffnung. Ja, ihr brecht durch. Die lebendige Flex. Joey, der hat's wirklich geschafft. Okay, aber warte, hör auf. Okay, gut, hä? Okay. Puh. Ja, was ist offen? Das ist doch nur Fake. Ach komm, da ist ja noch mal eine Betonwand. Nee, jetzt haben wir die Außenhülle gefunden. Jetzt ist die Stahlwand da. Nur mal so zum Vergleich, ja. Da ist... Krank. Jetzt siehst du nämlich tatsächlich die eigentliche Hülle vom Safe. Und das wird dann noch härter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt an die großen Geschütze. Das hier erstmal wegflexen. Wir schneiden jetzt einfach wirklich eiskalt mit der Flex rein. Wir gucken, was passiert. Meine Meinung. Versuchen wir hier einen Ansatz zu finden. Bei der Firma an. Mach mal. Verstehst du, ja?
Hab die Nummer, ich rufe jetzt mal da an. Ja. Sag denen mal, was hier unser Problem ist. Wir haben mal Bösinger aus Osnabrück. Jens Knosalla, guten Tag. Folgendes Problem, ich stehe hier mit Joey Kelly und Survival Martin. Wir haben hier einen Tresor aus dem Hotel. Jetzt haben wir keinen Schlüssel, der ist von 1945. Wir sind hier mit der Flex am Werke, wir sind hier am Machen. Habt ihr eine Lösung? Habt ihr einen Schlüssel da? Was kann man machen? Nicht, aber mit Flex verbrennen wir innen drin alles. Hast du gehört? Nö, was? Mit Flex verbrennen wir innen drin alles. Okay, alles klar. Was gibt's denn für Möglichkeiten? Kapit? Auch schwierig. Ja, wir sind schon hier voll dran. Hören Sie das? Der Joey Kelly, der gibt hier alles. Frag dich mal, warum das ein Stahl ist. Joey Kelly. Der Joey Kelly. Ja, Joey, sag mal was. Das Telefon gehört Knossi. Wenn der die Nummer sieht, schreibt die auf und schickt die über das ganze Netz. Das ist er, Joey Kelly. Wir sind hier wirklich beim Tresor hier dran. Dann schicken Sie mir doch mal ein Foto von dem Tresor. Ja, gute Idee. Ja, Moment. Ja, sehen Sie mal die Nummer, schreiben Sie mir mal schnell eine WhatsApp. Nee, das... Weil dann kann ich sofort ein Bild schicken. Wissen Sie, was ich meine? Mit einem Privathandy, das weiß da keiner. Ja, ich mach das von meinem Privathandy, geben Sie mir eben Ihre Handynummer. 0, 1. Das war, aber ist es genauso ja auch meine private Handy? Bitte auch da, ne? Nee, das löscht doch danach gleich. Deswegen, weil wir machen das normalerweise nicht über WhatsApp. Haben uns ja gut verstanden, muss man ja nicht gleich löschen. Ja, weil wir haben ja häufiger mal ein Safe oder ein Tresor. Ja, na klar. Ja, wenn Sie da jedes Mal mit einer Flex beigehen, dann gute Nacht. Aber ich schicke Ihnen eben der Nachricht. Aber ja, das ist auch so schön, dass Sie auch gleich kompetent zur Rate sind, wenn jemand ein Safe aufknacken will. Kein Problem, wenn er mit der Flex rangeht. Ich kann es auch machen. Nee, nein, um Gottes Willen. Ich schicke Ihnen jetzt sofort ein Bild davon und Joey Kelly wird auch ins Foto lächeln. Ja. Ja? Geil. Er braucht nicht ins Foto. Doch. Nein, braucht er nicht. Alles gut. Doch. Dass Sie nicht denken, wir sind hier drei Spinner. Wir legen jetzt auf, damit ich Ihnen die Nachricht schicken kann. Freu mich. Ciao. Danke, ciao. Timo, aber so weit hat noch keiner. Anrufen? Ich schicke Ihr ein Bild. Firma Bösinger Osnabrück, die geht direkt dran. Guter Kundenservice. Wir machen uns jetzt hier die Hände dreckig. Die kann vielleicht nachher einen Schlüssel schicken. Ja, jetzt ist mit einer Brieftaube. Ihr habt vorne das Schloss komplett demoliert. Da wird kein Schlüssel mehr passen. Jetzt ist vorbei. Doch. Aber ach ja, und wie willst du den Griff aufmachen? Wo ist der Griff dafür? Du musst den ja aufklicken. Na klar, du musst das ja drehen. Aber lass uns mal ein Bild machen, ihr das schicken. Ja. Und wir bleiben gespannt, ob sie uns vielleicht doch weiterhelfen, obwohl es zu spät ist. Ja. Vor allem auch vor dem Kelly-Bus. Das ist doch jetzt voll der Fiebertraum für die Dame. So, ich schicke ihr jetzt dieses Bild hier durch. Mal ein bisschen. Lass machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Nummer, ich lösche die auch gleich wieder. Wie soll ich es jetzt retten? Wenn da drinnen wirklich Geldscheine sind, dann ist es eine Währung, die eh nichts mehr wert ist, oder nicht? Doch, du kannst sie eintauschen. Da gibt es den einen oder anderen Stand auf dem Oktoberfest, die noch deutsche Mark, wenn du Boxauto fahren willst, nimmt. Dann fahren wir halt. Du kannst zur Bundesbank gehen und du kriegst dann halt 1:1. Noch haben wir gar nichts, ja, meine lieben Freunde? Noch haben wir gar nichts. Ich bin hier dran. Ja. Ich bin hier das Büro der Panzerknacker. Ich bin das Büro. Ruhe bewahren, Fluchtfahrer steht bereit. Entspannt euch, wir sind noch gut in der Zeit. Ja? Verstehen Sie mich? Ich verstehe Sie. Ja, wunderbar. Ich habe das gerade mal mit den Jungs aus der Technik besprochen. Die haben sich das mal angeschaut. Sie haben an der, ja, wie soll ich das jetzt nett sagen, an der blödesten Stelle geflext. Mann! Okay, was ist denn der Trick? Wie kommen wir denn hier schnell zu den Kohlen? Eigentlich, wenn dann von der Seite oder vorne durchs Schloss. Hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn! Da, hier, das ist nicht, der hat schon einige Tresore geknackt. Aber ich habe so viele Tresore schon geknackt und vorne war immer scheiße. Ja, okay. Weil oben ist doch Sie haben da jetzt gerade in die Alarmanlage reingeflext. Jetzt müssen Sie das erstmal weg. Alarmanlage? Doch nicht Entlüftung. Alarmanlage? 1945? Aber das ist ein ganz alter Safe, ne? Wie alt ist der Safe? Der ist aber nicht von 1945. Okay. Von wann? Der ist aus den 60ern, 70ern. Super, 70ern. Dann sind das GEMA. Das ist das Modell Revo. Wie? Revo? Revo? Ja, der heißt Revo. Also dann... Also jetzt noch mal genaue Anweisungen, wie kriegen wir denn das Ding auf? Also wir gehen von der Seite rein, oder was? Die Schatztruhe. Also eigentlich würde ich Ihnen jetzt tatsächlich ungern irgendwelche Tipps geben. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wer Sie sind, aber wie gesagt, das Einfachste wäre, wenn Sie vorne durch die Tür oder von der Seite. Gut. Aber vorne bei der Tür. Gut. Aber Joey wehrt sich auch gerade und sagt, da sind doch diese zack, zack, zack. Also eine Frage. Wenn du uns den Weg... Code gibst, dann kriegst du für uns alles. Von Knossi kriegst du Kelly-Tickets, Ballermann, VIP, Megapark, Kassetten. Und dann kriegst du Kelly Family Backstage Meeting. Nein, aber wirklich, ich meine, brauchst du neue Fenster vielleicht? Ja, Joey macht auch gerne mal Fenster. Brauchst du neue Fenster? Bist du das im Bild? Ja.
Ist das Bild neu oder? Kompliment, mach ein Kompliment. Okay. Ja, Glückwunsch. Das Glückwunsch. Hilft euch aber gar nicht. Nein. Naja, gut, dann gehen wir vorne durchs Schloss halt rein, ne? Weil das ist sehr unlogisch, wie er da vorgegangen ist. Ja, Martin meinte, das ist die richtige. Sie haben den Martin aus Berlin bestellt, weil er der Schlossknacker ist. Und er sagte von vorne, auf keinen Fall. Hat ja nicht geklappt, aber er probiert. Zwar nicht mit einem Bose oder Böse. Ich bin bei dir, aber. Lass dir doch mal von der Frau Bösinger was sagen, die hat den Safe gebaut. Die Frau Bösinger gibt es gar nicht. Schade eigentlich, so heißt okay. Ah, okay. Nee, super, ja, also dann gehen wir jetzt von oben rein, ja. Ich gehe jetzt hier, ich mach jetzt hier weiter. Der macht von oben, der lässt sich nicht sagen. Ich melde mich nochmal, wenn wir weitergekommen sind und dann mal gucken, was drin ist, ja? Alles klar, aber wie gesagt, am besten von der Seite oder von hinten. Ja, und wir wissen Bescheid, von dir haben wir die Tipps nicht. Mach dir keine Sorgen. Ja, alles klar. Dann mache ich das Bild öffentlich, ne? So ist so es. So unter dem Motto, Joey Kelly muss Tresore knacken. So weit ist schon gekommen. Ja. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, siehst du, hier wird gegenseitig sich jetzt erpresst. Alles gut. Genau. Lieben Dank auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So was müssen wir uns jetzt sagen lassen. Meine Krisenratssitzung. Wir haben jetzt eine Info, die du uns rangeholt hast. Machen wir jetzt. Also entweder machen wir jetzt hier weiter aber oder wir gehen. Von vorne ist macht keinen Sinn. Ist es natürlich nicht so dick. Sie meint halt, dass es hier müssen wir halt durch eine viel größere Schicht als vorne. Vorne sind halt die Bolzen. Wahrscheinlich meint sie. Aber vorne ist auch. Vorne keine Chance. Aber was vorne ist genauso wie das, aber nur das. Ja klar. Wir haben. Wenn ich nur zum Beispiel jetzt, so wie Martin sagte, der Safe, hat der wird ja halt drei nach oben, nach unten und nach ja, an der Seite. Hier sind überall Bolzen drin. Du kommst an die Bolzen gar nicht ran. Gut. Oder wir können auch die Tür aufschneiden, aber da kommen ganz viele Mechaniken und so was. Wir sind ja drei Leute. Ja. Wir stimmen jetzt ab. Ja. Gehen wir oben rein oder fangen wir so ein neues Ding? Wir haben oben angefangen. Oben weiter. Lass dir nichts sagen von den Leuten, die diese Safes verkaufen. Die wissen nicht, wie man sie knackt am besten. Möglicherweise ist es eine Falle von ihr. Ja, weil es kann aber auch sein, dass sie sagt, ja. Sonst hier kann jeder Dieb sagen, aber wenn der Modell vor mir steht, dann kriege ich den von vorne und hinten auf. Ja. Das Modell umgekehrte Reva. Psychologie. Reva. Bössinger, Revo, das Modell oben eine Alarmanlage. Da ist keine Alarmanlage. Wo denn, Junge? Ich weiß auch nicht, wo willst du denn das auch? Wo schließt denn der Netzstecker? Das habe ich auch schon gesucht. Da ist keine Elektrik dran. Wir gehen von oben rein, Martin holt das Werkzeug. Ich mache jetzt hier oben nochmal einen Schnitt und dann kicken wir mal. Oh oh. Was? Oh oh. Ja, also ich glaube. Sie hat recht. Könnte sein, dass sie recht hat, weil. Joey, sie hat recht! Weil ich sehe. Also. Wie schick ist das denn? Die obere Schicht haben wir, aber darunter kommen so wie so Kabinstäbe oder so. Ja. Durch die Tür oder hinten. Haben wir was hat er eigentlich zu dem Kran gesagt? Haben wir einen Kran? Nee. Haben wir nicht gut. Wir hätten das Ding einfach. Weißt du, was das Schlauste gewesen wäre? Umkippen nochmal. Das Ding so: eBay Kleinanzeigen für Selbstabholer. Guten Preis. Weißt du was? Ja, dann bist du safe. Dann weißt du, lass das Geheimnis einen anderen für sich haben. Ja, aber ich will doch wissen, was da drin ist. Ja, dann mach. Ja, ja dann mach. Okay. Die große Frage ist. Das geht nicht. Ich hab's mir schon gedacht. Aber was ist, wenn wir ihr vertrauen und wir gehen wirklich von der Seite rein? Oder hat sie auch was von hinten gesagt? Ja. Von hinten? Hinten oder seitlich, hinten? Ne? Nee, vorne. Nee, vorne. Vorne oder seitlich? Tür oder seitlich? Aber hinten hat sie doch auch gesagt. Ich ruf die Frau doch mal an. Die hat ja Bock. Moment. Aber ich will jetzt. Kann ich weitermachen? Ich würde dann. Warte eine Sekunde. Schloss, geh mal ein Stück bitte nach vorne. Soll ich mal Videocall machen? Vielleicht kommt das sympathisch. Warte. Was willst du machen? Mann, das fühlt sich doch noch viel schlimmer an hier. Sollen wir mal Video machen? Nein. Kannst du annehmen, wenn du willst. Ich hab's mal rausgeschickt. Nein, möchte ich nicht. Gut. Wir brauchen noch mal die Information. Von vorne oder von hinten? Ja, oder von der Seite. Ja, aber hinten auch, ja? Hinten? Ja, ja. Hinten. Dankeschön. Ja. Da ist. Die erzählt uns einfache Scheiße. Weißt du, was hier ist? So, jetzt rufe ich an. Hier ist irgendwas drin, was nicht sich durch eine Flex. Guck mal, die Flex, wie die verglüht die Scheibe. Ja. Ist da Carbid drin oder was? Wolfram Carbid hinten verarbeitet, kann das sein? Das ist ein Spezialgemisch, Betongemisch. Ja, das ist natürlich jetzt sehr unvorteilhaft. Mhm. Ja, toll. Das ist aber von allen Seiten. Also, wenn ihr da oben durch die Alarmanlage gegangen seid, werdet ihr da auch drauf gekommen.
Ja, aber was ja, sind wir auch. Und dann haben wir gedacht, wir hören auf dich und gehen von hinten rein. Aber von was ist denn, wenn wir, mit gibt es eine Schlüsselnummer oder was? Nee. Das gibt's nicht. Und was wollen denn die Jungs, wenn zwei aus der Werkstatt kurz rüberfahren? Wo ist das? Wo ist denn kurz? Joey Kelly im Wald. Bei Köln. Siegburg. 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 Der hat hier einen ganzen Wald, also wie ein Freizeitpark. Dann kriegt auch was zu trinken, haben wir da. Habt ihr eine E-Mail-Adresse? Weil ich kann das schlecht über WhatsApp machen. Kommen die dann jetzt echt? Ja, die gucken sich das jetzt nochmal an und dann müssen wir gucken, wie es zeitlich aussieht. Ihr habt ja Kontakt. Wenn Infos kommen, ich müsste mal jetzt hier weiter. Versuch jetzt mir Wolfram, Kabit, Spezial. Also wenn wir irgendwie einen Tipp kriegen, wir das hatten wir auch noch nicht, Max. Also das ist wirklich das Safe. Das hatten wir echt noch nicht. Hatten wir noch nicht. Das ist krank. Ey. Riecht gut, gell? Aber riecht gut. Es riecht nach Feuerwerk, gell? So Silvester. Ja. Oh. Ja. Dieses Schwefel. Ja, genau. Dieses ja. Max? Ja? Houston, wir haben ein Problem. Ist sie? Das ist doch, kannst du keinem erzählen, die Scheibe ist. Ist das irgendwie jetzt durch? Ist das Gummi, was sie drin haben, dass man das nicht wegflexen kann? Nee, das ist kein Gummi. Das ist irgendein Wolfram-Kabit-Beton, irgendwas. Die haben da alles Mögliche drin. Ich glaube, es ist noch nicht, wir sind noch nicht mal durch, aber. Sorry. Bloß nicht anfassen, das heißt. Aber, nee, bist nicht durch. Aber sieht schon. Tiefer kommt's ja kaum. Okay, nächste Eskalationsstufe. Dynamit. Ja, aber eigentlich ist so, oder? Eigentlich jetzt? China Belade? Aber einige davon. Boom. Ist durch. Ist durch. Bist du sicher? Nein, ja, ich nicht. Ich hab nicht das Gefühl, dass wir. Nee. Meinst du nicht? Nein. Aber doch. Guck mal, da ist doch hohl da unten. Ich glaube, da ist gar nichts. Das ist nur Dreck. Wir schieben da mal halt einen Stock oder irgendwas. Ist nicht. Ist nicht, glaub mir. Hast du vergessen? Ich bin ja eigentlich echt immer optimistisch. Kannst du, aber wenn ich dir schon sage, kannst du vergessen. Oh, die Scheibe ist hin. Guck dir mal die Scheibe an. Die Scheibe war mal gerade, jetzt ist sie krumm. Ja. Wir haben jetzt folgende Situation, die hatten wir schon einige Male. Weil natürlich haben wir auch einen strengen Zeitplan. Wir merken gerade, dass wir mit unserem normalen Hausbuilding hier nicht weiterkommen. Es schreit nach einem zweiten Teil. Schreit es, weil wir sonst hier nur noch 3 Stunden weiterstehen. Ja, aber ey, aber was passiert, wenn einer von uns dann nicht dabei ist mit der Beute? Ja, dann, der nicht da ist. Der nicht da ist, kriegt halt nichts. Ja, kriegt der Baggerfahrer halt was. Gut, dass wir es bei mir machen. Also ich würde tatsächlich sagen... Okay, du kriegst einen Teil. Ich hab hier wirklich die Infos rangeholt. Nein, du hast recht. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn du jemanden hast, der einen Bagger hat, vorne mit einem Meißel, so lang. Aber es muss Minimum ein 7,5 bis 8 oder 9 Tonnen schwerer Bagger sein. Dann riech ich und der könnte quasi hier volle Möhre reingehen. Okay. Das ist der einzige Weg, den ich hier sehe. Wir kommen mit unserem normalen Mittel nicht weiter. Und ich habe einen Freund, der hat einen Kran. Da kann er auf 50 Meter das Ding fallen lassen. Kran? Bagger? Wenn ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, schaut bei Joey Kelly vorbei. Weil das musst du machen. Das ist dein. Das ist, also ich bin mit meinen Mitteln am Ende. Also ich habe 50 Meter Kran, ja, fallen lassen, ja, dann mit dem Bagger weiter. Ja, ich würde ihn einmal fallen lassen, dann würde ich mit dem Meißel rangehen und das Ding quasi knacken. Lass den einfach genau hier stehen, ja. Nicht abdecken, Korrosion und so, macht den vielleicht noch ein bisschen mürbe. Genau. Und dann seht ihr quasi, ob und was da drin ist bei Joey auf dem Kanal. In diesem Sinne, es tut mir leid, Jungs, ich hab's mir gewünscht, es hat nicht geklappt. Ich ärgere mich die Plötze, weil ich gedacht habe, so, ja, was hier kommt, alle anderen haben auch aufgekriegt. Ey, schade, ich hab's euch gleich gesagt, als also Deko-Stück wäre das hab Ding echt geil. Ich geglaubt, dass der Martin, weil du hast ja alle anderen Saves aufgekriegt, ja, ne? Aber es gibt immer einen Endgegner, ne? Okay. Ich glaube, den haben wir gefunden. Nicht vergessen, Kanal zu abonnieren, schaut, wie gesagt, bei Joey vorbei, bei Knossi vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich geh jetzt duschen. Yeah, ciao, euer Safari Martin. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.